Hallo Leute, willkommen zu Let's Play Aquaria. Letztes Mal haben wir viel mit Erklärungen verbracht und uns zu diesem ersten Speicherkristall durchgeschlagen. Dann geht es jetzt weiter mit etwas mehr Bindung zur Story. In all my memory, every day had been like every other. If she had not appeared before me in that moment, I might have stayed in those waters for the rest of my days, living as a simple creature. But I was compelled to follow. Ja, jeder Tag ist derselbe und ohne diese Erscheinung, ohne sie, wer sie ist, wird später noch aufgelöst, ich weiß es selber noch nicht, wäre alles das gleiche gewesen und... Ja, da unten ist sie. Also auf zum Gespräch, auf zur Vision. Darf ich vorstellen, das hier ist Naija in ihrer Chaosform. Das wird die erste Form sein, die wir lernen. Und in dieser Form, sieht man schon, kann ich mit Projektilen rumschießen. Lässt sich aus dem Armgelenk geschossen, ist das unser Angriff. Ich kann das Teil auch noch aufladen. Boom. In dieser Form kann ich keine Zauber mehr durchführen, also kein Schildzauber, auch keine anderen, aber dafür kann ich kämpfen. Ganze ist gerade nur eine Vision, lasst euch davon nicht zu sehr ablenken. Es ist auch ziemlich egal, was gerade hier passiert. Auch wenn hier gerade eine ganze Menge los ist. Hi du und... Ja, ich schaff's, ich schaff's. Ja. Doch mal die gleiche Vision oder die gleichen Bilder. Es ist auch ziemlich egal, ob ich zu Anfang sterbe oder da durchkomme. Am Ende landen wir wieder hier und sind genauso klug wie vorher. Alle sind ein bisschen verwirrt. Strange form faded before my eyes. Perhaps I'd only dreamed her, but I was no longer the same. That vision. I'd lived as a feral creature, not thinking beyond the simplest desires until now. As if from a dream, I awoke to the reality of my existence, to the fact that I was alone. I knew that this world was called Aquaria, and that my name was Naija, but I could recall nothing else. Was I the only one of my kind left? Was I destined to live out the rest of my days in solitude? My heart ached for answers. In time, I would discover far more than I'd wished to learn. Hat kurz einen FPS-Einbruch gehabt. Aber sie sagt halt, dass diese Vision oder diese Form irgendwo die Augen ein bisschen geöffnet hat. Sie war bislang immer alleine und sie fragt sich, ob sie den Rest ihrer Tage wohl in Einsamkeit leben muss, ob sie die einzige ihrer Art ist. Sie weiß nicht, was diese Welt Aquaria heißt und sie Naija ist. Aber mehr auch nicht. Gut, Home Waters ist der erste größere Level-Bereich. Wow, was ist hier los? Was ist hier los? Das gefällt mir gar nicht. Von hier werden wir zu einem guten Teil der Dungeons aufbrechen können. Doch, ist der hier. Ja, hier finden wir das erste Mal Pflanzenblätter, die man ja schon beim Rezept gebraucht hat. Ich hatte eben auch noch eine andere Suppenart aufgenommen. Das zeige ich bei Zeiten mal, ist jetzt nicht so besonders wichtig. Ja. Gehen wir durch. Die Vision an sich, die steht auch wirklich ziemlich alleine, also... Wenn ihr verwirrt seid, was zur Hölle ist da passiert, ich weiß es selber nicht.
So, da sieht man es grün hinterleuchten. Bis wir die Steine wegbewegen, dauert noch ein kleines bisschen. Vielleicht nächstes Video. Vermutlich nächstes Video. Ups. So, machen wir dafür mal mein Schild an. Und hier sehe ich Knollen. Ja, da finde ich Knollen. So, heilen wir uns mal eben und dann können wir auch wieder hier raus. In guter Adventure-Manier. Immer... irgendwie können wir das gerade gar nicht. Immer erst die Sackgassen arbeiten, damit man dann weitergeht. Wie man sieht, das Ganze hier ist Open Waters. Das hier in der Mitte ist unser Haus. Das steht auch da oben, Nigers Home. Wir werden als erstes nach hier unten gehen. Dann nach der nächste große Abschnitt ist hier, dann geht's dahin, dann dahin und überall hin. Hier ist so ein Strom, da kommen wir noch nicht rein. Und hier auf der rechten Seite. Tschüss. Finden wir unsere ersten Fleischstücke. Die haben wir auch schon als Zutat für verschiedene Rezepte gesehen. Gut, wie das sagt, weiß sind halt Levelübergänge, ist nicht besonders interessant. Und gelb ist unser Haus. Auch recht verständlich. Diese Blätter hier können wir noch nicht einsammeln. Dazu brauchen wir erst den nächsten Zauber. Naja, stellen wir erstmal Nigers Home vor. I was enveloped by warm light as familiarity overwhelmed me. I had come home. Gut, hier haben wir einen Kristall. Hier haben wir eine Tür, die ich nicht öffnen kann. Noch nicht. Dann. Da oben ist nix. Hier ist man hier hin, hier ist auch nix. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Rechts. Hier war, glaube ich, aber links. Da drin hinter schimmert in dieser Farbe. Noch mehr von dieser Suppe, die ich noch nicht erklärt habe, aber ich komme gleich dazu. Dann diese Teile. Man sieht dieses Symbol, das wird einem auch auf die Karte eingetragen. Da. Ich habe keine Ahnung, was die machen. Ich wollte es immer noch mal nachgucken, aber irgendwann werde ich es rausfinden. Auf Musik reagiert das auch nicht. Hier unten. Es geht ins Dunkel. Ich kann sogar da leicht gegen anschwimmen, aber da hinten sieht man, da geht's weiter. Wird die Strömung zu stark. Auch da kann ich erst später hin. Ja, auch langweilig wird man überall schon hinkommen. Puh, ich lege mich erstmal schlafen. Gut, die gleiche Vision wie eben nochmal. Sonst hat das gerade nichts geändert. Ich glaube, man muss die auch nicht mal auslösen. Aber wieso nicht, wenn man es doch kann? There were many strange ingredients to be found in the waters of Aquaria. By cooking them together with the verse, I could create new foods. Some of my recipes proved to be very useful. Gut, ich bin in meinem Inventar, ich habe meinen Klick gespart, ohne dass ich, wenn ich es erklären wollte. Zunächst die Hearty Soup. Es ist ein dasselbe wie die Hot Soup, nur erhöht es auch noch unsere Verteidigung. Der Sea Cake heilt uns, ja. Bulb, Meat, wie erwähnt. Dementsprechend Hearty Soup besteht auch aus einer Hot Soup und Any Meat. Sea Cake, Any Oil, Any Egg ist recht leicht zu machen. Ich kann ja mal... ach ja, gedrückt halten. Ein Pflanzenblatt, irgendein beliebiges Fleisch zusammen und ich habe gekocht. Ich habe jetzt zwei Dönertüten. Wie man sieht, ich habe hier drei Kochplätze. Das aber auch nur, weil ich an so einer stationären Küche bin. Sonst
Ich kann auch unterwegs beliebig kochen, allerdings nur mit zwei Plätzen. Höherwertige Rezepte brauchen drei. Das ist echt naheliegend. So, speichern wir mal kurz. Und verlassen wir unser Haus für den Moment wieder. Hier gibt es noch nicht allzu viel zu sehen. Gut, da sind wir wieder. Ja, da war ich eben schon. Wie gesagt, ich spare mir diesen Weg hierhin. Dort, wo ich gerade einzeige, ist ein Stein, den wir noch nicht wegbekommen. Das sind für gewöhnlich Steine. Weil Steine wegbekommen oder Steine transportieren ist der erste neue Zauber, den wir lernen. Und darum ist alles durch Steine abgegrenzt. Hier, gleiches Spiel, Stein. Und sieht es nicht nach irgendwas aus? Ja, ein großer Fisch. Den können wir spielen, wir können sogar an ihm fest saugen. Die Teile da oben würden uns wehtun, weil sie so halbwegs Stacheln haben. Aber der Schaden ist recht gering, wie man da rechts sieht. So, Leaf Polishes Recipe. Das Blätterteil hat ebenfalls die Eigenschaft Heilen plus 1. Dann geht's hier rein. Okay, da oben gibt's Heilen. Ja, die Kugel. Mit der können wir ebenfalls noch nichts anfangen. Die brauchen wir sogar zwei neue Sachen. Da... Wow! Wo kam der her? Dort oben, das spare ich mir gerade erstmal weiter zu erkunden, sondern ich gehe dorthin, wo wir hin müssen. Weil dort oben sind vermutlich eh wieder nur Steine im Weg und es lohnt sich gar nicht. Gab's hier unten noch was? Ja, hier unten gab es noch was. Grün. Mistvieh. Mistvieh! Das hat einfach eins meiner Fischecks, also Fischeier, gegessen. Mistvieh! Da oben kommen wir gerade gar nicht hin, weil... da links kommen wir nicht hin. Ups. Ups. Wow, wow, wow. Going round, going round. Ja, den Fleck kommen wir dann erst, wenn wir den Zauber gelernt haben. Und den bringen wir auf der anderen Seite. Man hat gesehen, oh, hier ist wieder Strömung. Ups. Machen wir mal den Zauber dran, weil ich kann. Heilen wir uns, weil ich es kann. Und sonst gibt es da unten nur diese Blätter, die ich nachher einsammeln kann. Um sie einzusammeln, muss ich aber erstmal... Hier unten hin? Nein, nicht da unten hin. Ich muss nach oben hin. In einen leicht anderen Dungeon. Nämlich die Song Cave. Ja, da steht's auch. Zeitmäßig. Jetzt müsste ich noch Uhren lesen können. Sind schon knapp 15 Minuten. Habe ich das nicht? Oh, ich habe es vergessen auszustellen. Also Steam. Mache ich hier den Cut. Wie gesagt, dann mache ich hier den Cut und die Song Cave ist dann der Gegenstand der nächsten Folge. Bis dann.